get to do Ravel is like a kid in a toy store. You know me by now. You give me the best Austrian sound, and I turn you into a little monster. Can you give me a little monster here? You are so nice. It's never too harsh. So just give me a little monster. Russian monster. You know, Ravel is such a wonderful orchestrator. He took Mussorgsky's music and created a masterpiece in the symphonic repertoire. Es sind 10 Bilderrahmen, die da hängen. Es sind 10 Bilder, die Mussorgsky erzählt mit seiner Musik. Und das sind Bilder seines Freundes Hartmann, die er offenbar in einer Gedächtnisausstellung an den Viktor Hartmann gesehen hat. I love what this orchestra has put around the stage, the empty frames, because it encourages of our listeners to use your imagination. One of my favorites from the catacomb movement. It's really imagining taking a lantern and walking through Roman tombs. And yet there is this place where it, for me, is an inner prayer. When the woodwind comes in, that is just in heavens. And then leading that to Baba Yaga, a very dramatic moment leading up to one of the greatest symphonic moments, the Great Gate of Kiev. This is why I become a conductor. It's just incredible, incredibly fun also for the musicians to play. Dafür ist die Mayenne einfach fantastisch, weil sie fügt alles zusammen in eine ruhige Form und sie ist auch Teil von uns. Also es ist nicht so jemand, der das dirigiert und wir müssen das machen, was sie sagt, sondern sie gestaltet es ja mit, den Klang. Und jedes Mal ist es anders. Es hört sich nicht zweimal gleich an. Was sie unglaublich sympathisch macht, das ist auch die Art und Weise, wie sie mit den Musikern geht. Also dieser Respekt, den sie entgegenbringt. Sie kommuniziert mit Worten, aber auch mit Gesten. Das macht das Ganze noch viel, viel intimer und das ist schon sehr, sehr was Besonderes. I'm so lucky to be working with the best teams. All of you, I call you the super team because it makes my job so much easier and such a pleasure. And so I have no worries. I just try to recreate what I call the magic of live performance.